400 Kubik. 82 PS. EG-Zylinder. Was kommt nach 306? Natürlich 407. Ihr merkt schon, ich spreche natürlich über den BFA 306 Motor. Das ist dieser Zylinder hier. Und wie man so einen Motor aufbaut und was der alles kann, das haben wir euch schon relativ ausführlich gezeigt in ganz vielen Videos. Aber jetzt gibt es einen Zylinder seit kurzer Zeit, der nennt sich 407, nämlich der hier, der Zero G von EGIC oder von Erich Oberpertinger. Und zwar hat er einen 400 Kubikzylinder auf den Markt gebracht, der eben für diesen BFA 306 Motor konstruiert ist. Und das ist so spektakulär, wie es klingt. Und deswegen muss ich das natürlich ausprobieren. So, jetzt fahre ich zum Sebastian Attenberger. Und zwar ist das ein Karosseriebauer, der wirklich eine Koryphäe auf seinem Gebiet ist. Der hat uns zum Beispiel geholfen beim Something Special Jubiläumssprinter. Und da will ich den Rahmen noch mal verstärken lassen. Der Rahmen ist schon ziemlich gut, da hat er schon eine ganze Menge gemacht. Aber wie ihr seht, habe ich hier den Motor rausgenommen und ich möchte hier noch mal eine Zwischenstrebe, da eine kleine Strebe und hier so ein paar Verstärkungsbleche von PLC aufsetzen, einfach weil die ziemlich professionell aussehen. Genau, und damit legen wir jetzt los. So, jetzt musst du nach links. Da. Dann gehe ich zuerst. Und rein damit. Neben mir steht Sebastian Attenberger. Zu dem sind wir eben gefahren, weil wir bei uns eher weniger Möglichkeiten haben, Karosseriearbeiten anständig zu machen, während er der Profi ist und vor allem auch schon sehr geile Arbeiten gemacht hat, wie unter anderem unseren BFA-Sprinter. Dieses ganze Geschichte noch mit einer zusätzlichen Strebe versehen, dass noch mehr Stabilität in das Chassis kommt. Und hier, da wollte ich noch mal so eine Verstärkung rein, dass diese Stoßdämpferhaltung. Das sieht jetzt, das ist eher damals mit Werkstattresten gemacht, die Verstärkung. Wenn er das drüber ist, ne, dann sieht das aus wie am Werk. Ja. Fast. Wie geht das? Ja. Nö, wie geht das Ding an? Basti, vielen Dank, hast mir sehr geholfen. Wieder sehr geile Arbeit. Wir kommen bald wieder. Also das hier, das ist ja unser bekannter 306-Zylinder. Und wenn man den jetzt einzeln in der Hand hat, dann sieht er einfach riesig aus. Daneben ist der EGIC 407 Zero G und der macht einfach alles noch mal fetter. Also hier ist 90 mm Bohrung, also hier allein der Auslass, da passen beim BFA 2,5 Finger von mir rein. In den mittleren Auspuff, Auslass hier kriege ich 4,5 Finger rein. Und wir hoffen natürlich, dass sich das Ganze auch in der Leistung widerspiegelt. BFA 306 Kolben, EGIC 407 Kolben. Schon sehr schwer natürlich für Vespa-Verhältnisse. Der wiegt 280 Gramm. Der Kolben vom Zero G. 455 Gramm. Das ist natürlich eindeutig zu schwer. Deswegen ist EGIC hergegangen und hat den umarbeiten lassen, diesen Kolben. Also das ist hier ein Wössner-Kolben, wie er kommt. Der wird innen komplett ausgefräst. Also das ist hier so richtig so eine kleine Kunst, so eine kleine Skulptur, finde ich, im Kolbeninneren. Und dann bleiben von den 455 Gramm nur noch 330 Gramm. So, also 130 Gramm wurden hier rausgefräst, das ist wirklich viel, wirklich gute Arbeit. Jetzt fehlt uns natürlich noch ein Bauteil und zwar der Auspuff, denn erstens ist der Zylinder größer, er braucht einen anderen Auspuff und zweitens
hat er auch einen anderen Flansch verbaut. Aber da hat mir jemand geholfen, nämlich der Jürgen von Posch Performance. Und zwar hat er mir diesen Auspuff hier geschickt. Das ist eigentlich ein ganz normaler Auspuff für den BFA 306, wie es ihn bei uns zu kaufen gibt. Aber er hat ihn umgeschweißt, dass er auf den Flansch vom 407er passt. Aber er hat noch viel mehr gemacht, denn er hat noch einen eigenen Auspuff für den 407er entwickelt, nämlich dieses süße Ding hier. Man sieht, das ist wirklich unfassbar groß, dieser Belly hier. Und im Vergleich zum schon extrem großen 306er Auspuff ist das schon echt der Wahnsinn. So, ich versuche gerade hier den 400 Kubikzylinder auf das BFA-Gehäuse zu schrauben. Das wurde natürlich extra bearbeitet, um den größeren Fuß aufzunehmen. Ich habe die Steuerzeiten schon vermessen. Am Ende bin ich jetzt auf Steuerzeiten gekommen von 131 zu 190,5. Was jetzt aber als nächstes kommt, ist, dass ich diesen Zylinder richtig montiere. Momentan ist er nur mit zwei Schrauben fest. Das reicht natürlich nicht. Das kleine Problem daran ist diese Schraube unten. Wenn ich jetzt versuche, hier drauf zu kommen und diesen Schlüssel zu drehen, kann ich den genauso viel bewegen. Das geht natürlich nicht. Also wird bei dem Zylinder dieses Werkzeug mitgeliefert. Und damit soll man irgendwann hier das besser drehen können. Das ist bisher noch relativ theoretisch, obwohl ich irgendwie schon ein paar Minuten am Schleifbock verbracht habe und den versucht habe, hier in der Außenkontur etwas kleiner zu schleifen und auch in der Höhe etwas enger zu schleifen. Aber ich muss noch mehr schleifen und ich muss vor allem den Stehbolzen kürzen, denn ich muss ja dann, um den festzuziehen, über den Stehbolzen den Schlüssel einfädeln können. Jetzt mache ich mir noch ein bisschen Platz hier am Zylinder. Ich hoffe, am besten ohne zum Kanal durchzubrechen. Ich habe halt tierisch Angst durchzubrechen. Ne? Man sieht, immer noch zu dick. So, jetzt bleibt spannend. Ob ich schon irgendeine Chance habe, hier mit dem Schlüssel rüberzukommen. Nee, gar keine Chance. Völlig aussichtslos. Gut. Bitte. So, jetzt ist im Prinzip der Zylinder fertig, dass wir ihn aufstecken können. Der Zylinderkopf. Defekt. Dafür war er im Angebot. Hier eine kleine Schmarre, stört mich nicht. Was? Eine Schlauchschelle? Nö. Bewegt er sich? Nö. Dicht. Gar nicht schlecht. A few moments later. Oh, wow.
aktuell ist ja ein BFA-Auspuff drauf, wo der Krümmer umgeschweißt wurde, also nicht so ganz optimal. Jetzt kommt ein Jürgen Posch-Auspuff und dann schauen wir mal, was passiert. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Ich glaube, im ersten Lauf ist er mir ziemlich durchgedreht. Irgendwann hat er angefangen zu springen hinten. Aber wir machen das mal so. Gucken das jetzt mal gegen den anderen Auspuff. Ja, und da sieht man, dass Jürgen jetzt nicht allzu viel falsch gemacht hat. Komischerweise hat der erste Lauf die höchste Leistung. Aber er hat vor allem 10 Newtonmeter mehr, also 3 PS mehr und 10 Newtonmeter dazu gewonnen. Das Fett. Mit dem BFA 306 hatte ich hier auf dem Prüfstand ja so 71, 72 PS. Das ist relativ gut und man denkt sich jetzt, okay, wenn ich jetzt 2 PS ungefähr mehr habe mit dem EGIC 407, dann ist das nicht viel. Das stimmt einerseits, aber andererseits ist es so, dass die Leistung zumindest mit diesem Auspuff wesentlich früher anliegt. Aber das bedeutet natürlich, dass das nutzbare Band viel breiter ist beim EGIC 400, weil hier sieht man sehr schön, erst ganz am Ende schneiden sich die beiden Graphen und in diesem ganzen Bereich hat der EGIC viel mehr Leistung. Das war jetzt schon ein etwas längerer Weg, über die 80 zu kommen. Aber freut mich natürlich sehr, dass es geklappt hat. Also der 306er BFA von unserem anderen Sprinter, der hat ja so 72 PS. Natürlich musste hier ein bisschen was mehr rausspringen. Das hat jetzt geklappt mit 81,6 PS und vor allem mit einem unfassbar breiten Band. Aber das zeigen wir euch nochmal im Detail. So, das ganze Projekt ist jetzt eine ganze Zeit gelaufen und ihr habt gerade gesehen, auf dem Prüfstand habe ich endlich ein Ergebnis, wie ich es mir gewünscht habe, über 80 PS. Also wird es Zeit für ein kleines Resümee. Hat es sich denn gelohnt, ein 407 Kubik EGIC-Zylinder auf ein BFA-Gehäuse zu schrauben? Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe schon mal diesen Sprinter für SIP gebaut mit einem 306er BFA. Da standen ganz am Ende 71,4 PS an. Und das hier war jetzt doch Zeit- und Geldaufwand und ich konnte auch nicht einfache Auspuffanlagen verwenden. Also hat das Ganze ein wenig gedauert. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich habe angefangen mit einem umgebauten BFA-Auspuff. Das ist natürlich nicht optimal, denn der ist auf einen anderen Hubraum ausgelegt. Hat natürlich auch einen Krümmer als Kompromiss, damit er auf diesen Auspuff passt. Da war ich irgendwann bei 67 PS. Dann hat der Jürgen Posch mir mit einem riesenhaften Auspuff geholfen, den er für den 407er konzipiert hat. Das war schon ein großer Fortschritt. Damit war ich irgendwann bei 74 PS und über 61 Newtonmeter. Das war der absolute Wahnsinn. Ein sehr breites Band, ein sehr kräftiger Auspuff. Aber ganz zufrieden war ich noch nicht. Und dann, ganz am Ende, hat der Jürgen Posch mir einen Auspuff gebaut, von einem Layout, das wir schon hatten, hat den hochskaliert auf den 407 und bingo, das ist das, was ihr gerade gesehen habt. Das Resultat ist, hat super funktioniert. Wir sind ganz am Ende hier bei 82 PS gelandet. Das ist genau das, wo ich ungefähr hin wollte, was ich mir erhofft habe. Ich kann es ja noch mal kurz zeigen, wie die drei Auspuffanlagen im Vergleich aussehen. Der rote BFA, blau, dann der von Posch, der erste. Und grün der zweite von Posch. Also nochmal vielen Dank an Jürgen. Ohne dich hätte das nicht so gut geklappt. Um das eins ganz klar zu sagen, also zwischen diesen Kurven hier, ne, da liegen ungefähr 30, 40 Prüfstandsläufe. Also ich habe jetzt nicht nur die Auspuffanlagen getauscht, ich habe auch ganz viel am Vergaser, an Zündung und habe auch nochmal minimal die Oberkante vom Auslass verändert. Lauter solche Kleinigkeiten. Also ganz am Ende hat es sich gelohnt. 10 PS mehr.
wesentlich mehr Newtonmeter als der 306er. Natürlich nicht 25% mehr Leistung als der 306er, auch wenn die Hubraumzahl das angibt. Aber je größer ein Zweitaktzylinder ist, desto ineffektiver funktioniert er. Und ganz am Ende hat der hier sehr gut funktioniert. Der Motor ist so, wie ich mir vorstelle. Langes Drehmomentplateau, auch bei durchaus höherer Drehzahl, damit er schön kontrollierbar ist, denn ich will damit Sprintrennen fahren. Und meinen ersten Versuch hatte ich auch schon. Ich bin schon ein bisschen Training gefahren und ein kleines Schuhrennen. Und ich kann euch sagen, also das Ding fährt wirklich sehr, sehr spektakulär und man traut sich kaum im dritten Gang bei über 100 das Gas ganz aufzumachen. Also ganz am Ende kann ich euch nur raten, baut euch auch ein 407er, macht wirklich Spaß. Und wenn es euch gefallen hat, drückt die Bimmel, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.